das ist jetzt der letzte Anstieg für heute. Einmal hoch zur Buchleite und wir sind ziemlich K.O. Es sind keine Mecklenburger Berge, es sind die Bayerischen Berge. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind zum Osterurlaub in Bayern unterwegs. Heute ist Ostersonntag und wir haben unsere Räder natürlich wieder dabei und starten heute mal auf unsere erste Tour. Wir machen jetzt einen ersten Stopp an einem sogenannten Osterbrunnen, der hier ganz typisch für Bayern ist. Und anschließend geht es dann weiter. Wir wollen heute einmal nach Spielberg, dann zum Gelbenberg und über die Buchleite wieder zurück. Ja, insgesamt sind es heute nur 30 Kilometer, aber dafür knappe 600 Höhenmeter. Also die Tour hat es in sich. Aber ist ja hier für Bayern ganz normal, ne? Viele Berge, nicht so flach wie bei uns in MacPom. Ja, hier geht es jetzt aus Markt Berolzheim raus und es wird schon gleich hügelig. Was für eine geile Landschaft. Müssen wir ein paar Panoramabilder hier machen? Ja, gerne. Jetzt sind wir hier in Meinheim. Da oben sehen wir einen Storch. Zu meiner Zeit wurde ich erstellt, ein Hoch der Jugend, der solchen Brauch erhält. Sind wir aus Meinheim raus und fahren, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Kitzen? Kurzenaltheim. Nach Kurzenaltheim. Aber die Landschaft ist schon beeindruckend. Und auf irgendeinem Berg da vorne müssen wir hoch. Da müssen wir jetzt hoch. Ja, wir stehen jetzt vor unserem ersten Anstieg. Yeah. Ich freue mich. In die Gegend. Fertig. Ich quäle mich jetzt diesen Berg hinauf. Noch ist es relativ sanft, der Anstieg. 3%. Mal gucken, wie das da vorne wird. Wir sind noch nicht weit oben, aber jetzt schon eine geile Aussicht. Und das Navi zeigt uns aktuell 5% an. Oh ne, ich sehe, es sind schon 8. Dann werden das da oben bestimmt 15. Oh. Ich fahre jetzt im ersten und weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte. Ist doch ganz schön steil. Hier oben hat man schon einen schönen Blick ins Tal runter. Wir sind also auf dem Altmühltal-Panoramaweg und jetzt sind wir fast oben auf dem Gelbenberg angekommen. Waren insgesamt 13% Steigung und die haben es echt in sich, sodass wir absteigen und schieben mussten.
Wir sind jetzt am Gelben Berg angekommen, haben eine fantastische Aussicht, haben richtig gutes Wetter, hatten jetzt schon einmal kurz die Drohne hochgelassen und jetzt genießen wir den Ausblick. Da hinten sieht man den Altmühlsee. Ja, vorhin hoch und jetzt geht's bergab. Jetzt hatten wir gerade eine richtig coole Abfahrt. 17% ging es hinab. Vorher sind wir natürlich die 16% hinaufgestrampelt. Und da oben können wir noch mal den Gelben Berg sehen. Da an der Bank habe ich vorhin die Aufnahmen gemacht. Und Semmenhain. Und jetzt kommt gleich der nächste Anstieg, weil wir wollen ja nach Spielberg. Das ist eine schöne Burg und die wollen wir uns auch mal anschauen. Ja, da müssen wir hoch. 163 Höhenmeter. Ach, 163 ist ja nicht viel. Nein. Kilometer. Das ist richtig, richtig cool. Von da unten sind wir hier hochgekommen. Meine Kapelle und überall diese Paraglider. Und da oben ist schon die Burg. Haben wir es ja gleich geschafft.
Wir waren in Schloss Spielberg gerade. Heute war sogar der Innenhof geöffnet. Konnte man ein paar schöne Aufnahmen machen. Und jetzt geht's ja in den Wald. So. Oh Gott, wie heißt die Rinne? Steinerne. Zur steinernen Rinne. Soll hier ein richtiges Highlight sein. Gucken wir mal. Ja, vorhin hier rauf, jetzt wieder runter. Jetzt ging es schön bergab. Und jetzt fahren wir Richtung Steinerne Rinne. Laut Komoot Höhenprofil kommen noch 2 Anstiege. Aber es sind, glaube ich, keine 8 Kilometer mehr insgesamt. Lassen wir uns mal überraschen. Wolfsbronn. Das ist die steinerne Rinne. Ich habe ja schon viel gesehen, aber sowas ist ja echt noch nicht. Ist schon schön. Unser letzter Anstieg zur Buchleide hoch. Da drüben können wir den gelben Berg sehen und den Anstieg, wo wir zu Beginn hochgefahren sind. Und jetzt kommen wir von da unten. Haben wir auch schon ein bisschen was geschafft. Wir haben einen Brauereikeller entdeckt. Eigentlich müssten wir hier ja passend unser Bierchen aufmachen. Brauereikeller, der nächste.